Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias. Heute hören wir im Gottesdienst das Evangelium von den drei Weisen aus dem Morgenland. Unsere Kirche ist noch weihnachtlich geschmückt. Auch der Tannenbaum ist noch da. Heute danken wir Marcel Österreich für das Lesen des Evangeliums von zu Hause. Und wir danken auch Linda Marcinkus für die musikalische Begleitung im Gottesdienst. Wir erbitten uns Gottes Segen für diesen Gottesdienst und für jede und jeden von Ihnen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast die Weisen aus dem Orient durch den Stern zur Krippe geführt und ihnen deinen Sohn offenbart. Leite auch uns, dass wir im Glauben erkennen und einst seine Herrlichkeit schauen. Du hast in Jesus Christus dein Licht aufgehen lassen über aller Dunkelheit der Welt. Lass unser Leben hell und klar werden im Licht seiner Erscheinung und gib, dass auch andere das Licht erkennen, das mit ihm in die Welt gekommen ist, deinem Sohn Jesus Christus, mit dem du uns deine Nähe schenkst, heute und in Ewigkeit. Amen. Lesung steht bei Jesaja im 60. Kapitel. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker,
aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Ephah. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Amen. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute, wo wir den Gottesdienst für den kommenden Sonntag aufnehmen, feiern viele orthodoxe Gemeinden die Geburt Jesu. Wir bitten, dass Gott ihre Gottesdienste und Feiern segnen möge und dass die Geburt Jesu ganz im Mittelpunkt stehen möge. Heute nehmen wir den ersten Videogottesdienst des Jahres 2021 auf und bitten um Gottes Segen für alle unsere Gottesdienste und auch, dass wir uns bald wieder hier in der Kirche versammeln können. In diesem Gottesdienst wollen wir den Weg der Könige aus dem Morgenland ein Stück mitgeben. Wir werden die Bilder und Teile der Geschichte von Rudolf Koch verwenden, der von 1876 bis 1934 gelebt hat. Er war ein deutscher Künstler und Dichter. Wir wollen aber auch darüber nachdenken, wie uns diese Geschichte heute berührt. In einem fernen Land lebten drei Könige von Jugend auf in guter Freundschaft. Sie hörten die Kunde, dass die Geburt des Erlösers nahe bevorstände,
und deshalb ein großer neuer Stern am Himmel erscheinen würde. Sie versprachen sich, dass sie immer nach dem Stern sehen wollten. Sie gingen zu dem Sterngucker, der sein Fernrohr auf einen hohen Turm aufgestellt hatte. Sie stiegen die Treppe hinauf und oben konnten sie weit über alles Land sehen. Der Sterngucker sagte, dass er in den letzten Jahren keinen besonderen Stern gesehen hätte und dass er fast alle Sterne mit Namen kennen würde. Oft besuchten die Könige ihn und ließen sich die Sterne erklären, aber sie entdeckten keinen neuen Stern. Sie gaben nicht auf und warteten, indem sie aufmerksam den täglichen Sternenhimmel beobachteten. Haben wir genug Geduld zu warten, bis Gottes Wille geschieht? Beten wir zum Beispiel täglich für den Frieden in der Welt und tun wir etwas, dass der Frieden unter uns wächst? Wir wollen immer neu sehen, wo wir helfen können und bereit sein, für andere da zu sein. Wir wollen aufmerksam darauf warten, dass Gott unsere Gebete beantwortet. Für all das erbitten wir uns den Segen Gottes. Eines Tages, als sie es am wenigsten vermuteten, erstrahlte plötzlich alles in einem zauberhaften Licht und der Stern vor ihren Augen spiegelte sich im unendlichen Meer. Die Könige waren überglücklich, umarmten sich vor Freude und verabredeten, dass sie am nächsten Morgen aufbrechen wollten und dem Stern nachziehen. In der nahen Stadt kamen die Leute in der Nacht vor das Tor und staunten über das seltsame Naturereignis. Am Morgen, noch vor Sonnenaufgang, war die halbe Stadt dabei, als die Könige sich von ihnen verabschiedeten. Die Kamele waren hoch bepackt und alle wünschten ihnen eine glückliche Reise. Auch am hellen Tag war der Stern deutlich zu erkennen. Die Zurückbleibenden diskutierten über den Aufbruch der Königin. Die Klugen und Gebildeten sagten, es wäre Unsinn, dass die drei Könige auf eine so unsichere Botschaft hin loszogen und meinten, sie wollten vielleicht einmal ferne Länder sehen und Abenteuer erleben. Die armen Leute und Kinder meinten vielmehr, dass die drei Könige aus reiner Sehnsucht und im festen Glauben ausgezogen seien, um den Retter der Welt zu finden. Die Freude ist groß, als das lang Erwartete eintritt. Aus der Freude entwickelt sich etwas Neues. Die Könige müssen ihre Freude teilen und weitersagen. Sie machen sich auf den Weg, um die Ursache ihrer Freude zu finden. Auch wir sagen gern weiter, worüber wir uns freuen. Wir geben der Freude in uns Raum und teilen sie miteinander. Bringt uns unsere Freude auch weiter auf dem Weg zu Gott? Danken wir ihm oft genug? Wir wollen niemals vergessen, Gott für alles Schöne und alles, was uns Freude macht und was wir bewundern, zu danken. Die drei Könige folgen dem geheimnisvollen Stern. Meist ruhten sie bei Tage und wanderten nachts. Sie kamen durch die Wüste, wo sie Durst litten, durch weite Gegenden, wo sie wochenlang keinen Menschen sahen. Sie mussten oft weite Umwege machen, manchmal ohne den Stern auch nur einen Schritt näher gekommen zu sein. So zogen sie viele Wochen umher. Am abendlichen Lagerfeuer sprachen sie von der fernen Heimat,
von ihren Lieben und von dem Stern. Von dem sprachen sie am allerliebsten. Sie kamen durch Dörfer und Städte, lernten viele Menschen kennen und erzählten allen von ihrem Stern. Reiche Leute versuchten, alles wissenschaftlich zu erklären. Aber die armen Menschen glaubten ihnen, segneten sie und baten sie, auf der Heimreise wieder vorbeizukommen und ihnen von der Geburt des Herrn zu erzählen. Die Wanderung der Könige ist nicht geradlinig, obwohl sie den Stern vor Augen haben. Unser Lebensweg geht auch durch Höhen und Tiefe. Er macht Umwege und manchmal denken wir, dass wir gar nicht vorankommen. Oft denken wir, dass wir immer gerade weitergehen, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Menschen, die es selbst nicht so leicht haben und auch schon mit vielen Schwierigkeiten zurechtkommen mussten, können uns oft besser helfen, weil sie schwierige Situationen kennen. Wissenschaftliche Erkenntnisse helfen wenig, wenn wir Trost, Zuversicht und neue Hoffnung brauchen und den Mut, um unseren Weg weiterzugehen. Die drei Könige zogen weiter und näherten sich nördlichen Gegenden. Die Sonne schien am Tag nicht mehr so heiß und in der Nacht wurde es kühl. Sie machten ein Feuer an, hüllten sich in ihre Mäntel und sprachen vom Stern. Was sie zu essen mitgenommen hatten, war schon längst aufgezehrt. Sie kauften sich nur das Nötigste, um den Hunger und den Durst zu stillen. Manchmal kamen sie an einem Brunnen vorbei. Es gibt Zeiten, wo man mit wenig zurechtkommen muss. Das öffnet oft die Augen für das Wesentliche. Wir müssen uns nicht mit so viel Unnötigem belasten und uns davon ablenken lassen. Oft spielt das Teilen und Abgeben eine größere Rolle, wenn wir weniger haben. Wir haben mehr Zeit zum Zuhören. Die Liebe hat mehr Platz in uns und führt uns zum Wesentlichen, zum Kind in der Krippe, zu Jesus Christus und zu unserem Nächsten. Dann gelangten die Könige in ein Land mit vielen gutmütigen Menschen. Sie gaben den Kamelen vom duftigen Heu ihrer Wiesen zu fressen und luden die Könige ein. In dem Land war es kalt. Die drei Könige sahen zum ersten Mal einen zugefrorenen Teich und wunderten sich über diese merkwürdige Naturerscheinung. Manchmal zweifelten sie, denn sie meinten, sie wären ans Ende der Welt gelangt. Aber je weiter sie kamen, desto leuchtender erschien ihnen der Stern. Nach einer langen Zeit kamen sie in eine kleine Stadt. Es sah aus, als stände der Stern wie eine Sonne über den Häusern. Die drei Könige hoben die Hände und mit Tränen in den Augen dankten sie Gott. Sie kamen auf den Marktplatz und sahen sich um. Sie konnten nicht erkennen, wo das Haus ist, das sie suchten. Sie banden ihre Kamele an einen Pfahl und gingen, um zu erfragen, wo das Kind geboren sei. Kaum waren sie um die Ecke, da kamen die Leute aus ihren Häusern und bald stand ein dichter Kreis von neugierig staunenden Menschen um die Kamele. Sie bewunderten die Kamele und neben ihnen war der Heiland der Welt, der Erlöser, geboren. Sie wussten nichts davon und beachteten ihn nicht, weil er in Armut geboren war. Die drei Könige fragten in einer Seitengasse,
ob hier in letzter Zeit ein Kind auf die Welt gekommen sei. Man wies sie zu einer benachbarten Wirtschaft, wo Fremde in einem Stall vor einigen Tagen einen Sohn bekommen hätten. Die Könige kamen zum Stall von Bethlehem und sahen einen matten Lichtschein durch den Türspalt. Das ist die richtige Tür, dachten sie, denn der Stern schien sehr hell über dem Stall in dieser Nacht. Gerade wenn sich die Könige am Ende der Welt fühlten, sind sie ganz kurz vor dem Ziel. Der Stern leuchtete sehr hell. So geht es auch uns manchmal, wenn wir ganz unten sind. Gott ist uns viel näher, als wir denken, und er hilft uns weiter. Diese Erfahrung haben viele von uns schon selbst gemacht. Die Leute in Bethlehem bestaunen die Kamele, aber sie wissen nicht, dass in ihrer Stadt der Heiland und Erlöser geboren wurde. Das Wesentliche geschieht oft im Verborgenen und wird nicht so wahrgenommen. Wir wollen uns auf das Kleine, Unscheinbare und Wesentliche konzentrieren und uns nicht von lauten Stimmen, bunten Bildern, Neuigkeiten und anderen Attraktionen ablenken lassen. Die Könige öffneten die Tür und knieten nieder vor dem Kind und wagten, die Augen kaum zu erheben. Sie beteten still. Sie sahen in einem dürftigen Stall bei mattem Laternenschein Josef eine Reihe Windeln aufhängen und Maria liebevoll über die Krippe gebeugt und drinnen das kleine Kindlein. Das Kind, das von so vielen Geschlechtern erhofft und ersehnt wurde, ist endlich in der Welt erschienen. Es ist zum Heil geboren für alle, die glauben, die Hoffnung haben und lieben können. Die Könige fühlten die Wärme und das Licht, das vom Kind in der Krippe ausging. Große Freude erfüllte sie und auch das wunderbare Gefühl, am Ziel ihrer Reise und all ihrer Wünsche und Träume angekommen zu sein. Sie konnten vor Rührung nicht sprechen und reichten ihre Geschenke dar. Sie wendeten den Blick nicht von dem lieblichen Kindlein, das fröhlich jauchzte und sie ansah. Und als später die Jünger die Geschichte Jesu aufzeichneten, dachten sie auch an die drei Könige aus dem fernen Morgenland. So erfuhren wir von ihrem mühseligen Weg. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit erinnern wir uns wieder ihres unverdrossenen Mutes, ihrer großen Treue und ihres festen Glaubens, mit dem sie ihr Ziel erreichten. Es lohnt sich, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Bei Jesus finden wir Wärme, Liebe und den wahren Frieden. In Jesus haben wir ein Ziel für unser Leben und einen Herrn, der uns Tag für Tag begleiten will, auf den wir vertrauen können. Das wollen wir nicht vergessen und uns nicht davon ablenken lassen. Dann finden wir gute Wege und Antworten auf unsere Frage. Durch Jesus dürfen wir einst im ewigen Licht leben. Dafür sind wir von Herzen dankbar. Wir bitten um Gottes Segen, um sein Bewahren für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Welt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der weiter reicht, als wir Menschen denken können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Leuchten, dein Licht in unsere Dunkelheit hineinstrahlt und uns neue Hoffnung gibt. Vor dir sprechen wir alles aus, was uns wichtig ist. Und wir bitten dich, erhöre uns. Die Weisen aus dem Morgenland sind deinem Licht gefolgt und aus der Ferne zu dir gekommen. Mach uns alle weise und lass uns dir folgen. Lass uns dir nachfolgen und gut miteinander umgehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du lässt dich von den Weisen beschenken. Mache uns alle großzügig. Zeige uns immer neu, wie viel Freude es macht, zu teilen und abzugeben. Zeige uns, dass wir eigentlich nicht viel brauchen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Die Weisen bringen dir Gold. Nimm unsere Hingabe an und verwandle sie in selbstlose Liebe, in barmherziges Tun, in aufmerksames Hören und in mutiges Reden. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Weisen bringen dir Weihrauch. Nimm dich der Opfer von Gewalt und Krieg an. Lindere die Schmerzen, zähme den Zorn, schaffe Frieden. Gib den Verantwortlichen Weisheit, dass sie zu guten Entscheidungen kommen und für alle Menschen da sind, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Weisen bringen dir Myrrhe. Nimm dich der Kranken und Traurigen an. Heile sie, tröste sie, schenke ihnen Geborgenheit und schicke ihnen Menschen mit Herz und Hilfe. Besonders beten wir für Irene G. und sind sehr dankbar, dass es ihr wieder besser geht. Wir beten auch für Trudi W. und Lutz U. und alle im Neubürzi-Haus und alle, die in Senioren- und Nursing-Heimen leben. Lass es bald aufwärts gehen, damit sich alle wieder erholen können. Wirke durch unsere Hände. Wir bitten dich, erhöre uns. Die Weisen haben sich nicht beirren lassen und dich gefunden als kleines und machtloses Kind. Lass dich von uns finden in den Kleinen und Machtlosen. Segne unsere Lieben nah und fern und behüte uns alle, wo wir auch sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wie gut ist es, dass dein Leuchten in unserer Dunkelheit aufstrahlt. Wir danken dir und bitten dich, erleuchte auch uns. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.